kaputt fährst. Oder ob die gleichmäßig Temperatur aufbaut. 5 Minuten und 0,62 Sekunden. Also ich würde behaupten, wenn wir den gleich richtig perfekt vermessen bekommen, holen wir eine Sekunde. Ja, das waren jetzt mal ein paar Runden, ne? Ich sag locker 10, 15. Ja. Problem ist, Radlager vorne links kündigt sich auf jeden Fall schon an. Bin mal gespannt, ob man das hört. Also es hört sich eigentlich so an, als wenn es schon auseinandergeflogen ist. Ja. Aber daran wird es jetzt am Ende nicht scheitern. Also ich persönlich muss auch sagen, Auto fährt jetzt schon richtig, richtig gut. Sicher? Sehe ich auch so. Neutral. Definitiv. Richtig schön. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, dass man mal eine Sekunde zu langsam ist, Millisekunde und sofort eine Leitplanke hängt. Ne? Da war überall noch genug Reserve. Auf jeden Fall. Was ich diesmal krass gemerkt habe, ist, wir sind rausgefahren und es hat wirklich ein, zwei Runden perfekt funktioniert. Und dann baut es definitiv ab und man kommt noch nicht mal mehr hinterher, die Zeit wieder rauszufahren so ungefähr. Ja, ne? Der Reifen, der kriegt zu schnell Temperatur. Deswegen gucken wir uns das gleich nochmal an auf der Vermessungsbühne. Versuchen da nochmal gegenzuarbeiten, um hier jetzt erstmal noch ein paar Sekunden rauszuholen. Aber vom Fahrwerk-Setup her, für ein Straßengewindefahrwerk, muss man ganz klar sagen, mit Gutachten, wo man auch zu Hause ganz entspannt rumfahren kann, kannst du hier halt auch wirklich ein paar ordentlich schnelle Runden abliefern. Ne? Und das ist schon toll. Also ich habe jetzt auch mittlerweile, dass der Sitz, der da drin ist, für das Auto schon zu schlecht ist. Ja. So, man fährt doch so schnell in eine Kurve rein und so, dass mir tut richtig das linke Bein weh, weil ich mich die ganze Zeit so festgehalten habe. Ne? So, und das darf natürlich bei so einem Rennauto auf gar keinen Fall sein. Ne? Auf jeden Fall. Aber sonst so das Feedback, wenn du so auf den Curb drauf fährst und so. Genau. Was würdest du jetzt als nächstes ändern? Stabis? Also doch Stabis auf jeden Fall. Würde ich machen, auf jeden Fall Stabis. Dann würde ich die Achseinstellung auf jeden Fall anpassen an dem Fahrzeug, um zu gucken, warum der Wagen jetzt auf der Innenkante so schnell Temperatur bekommt oder der Reifen so schnell abbaut. Mhm. Und vielleicht sogar noch die Sitze auf jeden Fall. Ein bisschen mehr Leistung könnte er auch vertragen, so gerade auf den Geraden, um Zeit zu holen. Aber Stabis sind auf jeden Fall so das. Vorne und hinten? Ja. Ja, als wir jetzt eben gerade angehalten haben, waren es auch tatsächlich 2 Bar, 2,0 Bar und 85 Grad schon auf dem Reifen. Ne? Und man sieht halt auch, wenn man sich den Reifen anguckt, gerade Bilster Berg ist immer vorne rechts. Ist immer der Reifen, der am meisten mitgenommen wird. Ja. Ich bin jetzt kein Reifenexperte, aber es sieht für mich auch schon zu heiß aus. Ja, er rubbelt sich halt richtig aus. Weißt du, der ist ja schon mehr. Der ist ja auch in allen Profilblöcken schräg abgefahren und so weiter, ne? Ja, also das würde ich auf jeden Fall jetzt als nächstes machen. Wir gucken uns jetzt die Achseinstellwerte an, gucken, ob wir die angepasst bekommen hier vor Ort, um noch ein bisschen was rauszuholen. Und aber vom Grundsetup her, finde ich, fährt der Wagen sehr neutral. Also man hat gar nicht das Gefühl, dass er unsicher wird oder dass er jetzt irgendwie übersteuert oder untersteuert. Er kommt wirklich gleichmäßig mit allen 4 Rädern. Ja. Und wir haben auf jeden Fall noch ordentlich Potenzial, halt gerade was so die Kurvenausläufe angeht. Aber das Auto macht brutal viel Spaß. Ja, vom Fun-Faktor ist schon extrem. Und das cool. Relativ für das kleine Budget, muss man dazu sagen. Ja. Ich meine, klar, man kann auch hier mit dem GT3 tue ich feuern, aber das ist halt ein 4-500. Und bis auf das Radlager, was sich jetzt ankündigt, oder Antriebswelle, dass das auch so durchhält, ne? Runde genau. Für Runde, genau. Bremse und so weiter funktioniert. Sogar mit Klima an, ne? Ja, mit Klima an. Ja. Okay, wir fahren mal rüber zu den Jungs von Classic und Speed. Die haben hier eine Box auf der anderen Seite. Und da soll man wohl in der Mittagspause vielleicht eine Vermessung machen. Gucken wir. So, wir sind angekommen bei Classic und Speed. Erstmal vielen Dank, dass das klappt mit der Vermessung hier. Ja, kein Problem. Jetzt muss ich einmal höflicherweise mal nach dem Namen fragen. Thomas. So, wir sind bei Thomas angekommen und jetzt gibt es eine Vermessung hier. Genau. So, es ist tatsächlich so, das Ding steht komplett krumm und schief. Ja. Und es ist ein Wunder, dass es überhaupt gefahren ist eigentlich. Ja, die Spur vorne, die ist komplett zu, links und rechts ungleichmäßig. Der Sturz ist auch unterschiedlich links und rechts. Mhm. Am Bilster Berg wäre es halt, wie ich schon vorher gesagt hatte, immer besser. Du fährst rechts ein bisschen mehr. Die Strecke ist einfach für den rechten Reifen einfach Mord und deswegen passt das über den Sturz dann an. Wir haben jetzt Sturz rechts, also rechts und links über 4 Grad, 4,14 und 4,45. Hinten sogar erstaunlich gleichmäßig, ne? Nur für diese Platten da drin. Genau. Spur passt hinten auch. Können wir hier nicht einstellen, aber. Kann ich einstellen, aber 10 Minuten für so eine Raumlenkerachse ist immer. Ist okay. Genau. Aber halt Spur vorne hier gar nicht. Das heißt, das Auto steht so und fährt eigentlich gegen die Reifen die ganze Zeit. Genau, und der linke, das kannst du ja sehen, das Lenkrad habe ich jetzt mit Wasserwaage genau mittig gestellt.
links ist nochmal fast das Doppelte. Mhm. Also das ist echt schon... Das heißt, man ist nochmal leicht krumm gefahren die ganze Zeit. Immer. Ja, genau. Okay. Du hattest ihn ja gestern schon mal versucht nochmal nachzustellen, ne? Ja. Nach den Ich habe ihn definitiv schon mindestens auf der linken und rechten Seite 3-4 Umdrehungen rausgedreht. Ja. Also der muss so krass mit dem Sturz aufgehen, zugehen. Genau. Das ist jetzt gespannt. Das heißt, jetzt drehen wir als erstes ein bisschen Sturz wieder raus auf der einen Seite? Genau, das macht am meisten Sinn, weil die Spur wird sich dabei noch verstellen. Mhm. Das ist auch egal, also ob du jetzt die Spur erst oder den Sturz erst, das verstellt sich immer beides. Ja. Ich würde mit dem Sturz anfangen, dass wir links zumindest was beiholen. Also ich würde links weniger machen und rechts vielleicht sogar so lassen. Ja. Und dann machen wir den Rest mit der Spur. Tendenziell auch lassen, weil wir hier mehr Linkskurven, also Belastung auf das rechte Rad haben, wie auf der linken Seite. Dann lassen wir die 414 erstmal stehen. Ja. Dann machen wir die von mir aus auf 4 glatt oder 3,45. Ja. Und dann könnt ihr es gerne nochmal ausprobieren. Genau. Ansonsten stellen wir nochmal nach. Aber das würde halt tatsächlich das Fahrverhalten und unsere Vermutung jetzt bestätigen, die wir ja gerade hatten, dass die Räder gerade gegen sich fahren und dadurch der Reifen zu schnell, also nach der dritten Runde, ja katastrophal abbaut und zu heiß wird. So habt ihr auch das Problem, der hat gar keine Zeit, sich abzukühlen. Genau. Der wird immer auf Reibung beansprucht. Genau. Der fährt ja den Reifen komplett über. Es ist, muss sich vorstellen wie ein Radiergummi. Die Räder stehen quasi vorne zueinander geneigt und man rubbelt ja quasi bei jedem Meter den Reifen auf. Also er kann sich gar nicht mehr abkühlen und gar nicht mehr ausrollen. Und das würde das erklären. Stellen wir das Auto jetzt ein wie einen serienmäßigen Abarth oder machen wir die Spur ein bisschen anders? Ja, die schon Spur würde ich anders machen. Anders Alleine machen. Durch den Sturz. Also wie wir eben schon gesagt haben, weiß nicht, was Uwe euch jetzt erzählt hatte, aber ich würde die Spur vorne ein bisschen aufmachen. Genau. Minimal. Ja. Ich kann euch safe sagen, so ein Serienabarth wird nie im Leben vorne Spur aufmachen. Hat kein Serienauto normalerweise. Du bist ziemlich nah bei neutral, aber eigentlich immer zu. Ja, der Uwe hatte ja das schöne Beispiel mit 250 km/h mit einer Spur, die zu ist, Lenkrad loslassen, das Auto fährt. 250 km/h fahren, Spur ist auf und man lenkt das Auto gerade. Ja, ne? Und man kann das Auto ja jetzt, wie der Uwe auch sagte, quasi passend zum Bilster Berg halt einstellen, weil das Auto wird ja auch hauptsächlich, glaube ich, hier bewegt von. Ne? Ja, du hast hier den Vorteil, du hast keine großen Geraden. Das heißt, selbst wenn du die Spur jetzt quasi aufmachst, genau auf der Geraden wirst du ein bisschen gucken müssen, ne? Der wird auch ein bisschen verziehen wollen, gerade wenn du eine Bodenwelle schlecht triffst oder so. Aber die ganzen Kurven rechtfertigen das dreimal, dass du die Spur aufmachst. Ne? Mhm. Okay. Ja, vielleicht erwischen wir Uwe gleich nochmal. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an. Beziehungsweise du fängst an und dann fangen wir. Alles klar. So, wir haben doch Uwe wieder gefunden, er ist wieder da. Und Selim hat gerade so schon von dir geschwärmt. Er hat gerade schon leicht gesagt, was du uns erzählt hast, dass wir gesagt haben, wir müssen das unbedingt nochmal einmal von dir hören. So, also erstmal vielen Dank, dass wir überhaupt hier sein dürfen, dass das geklappt hat mit Dark Vermessung und so weiter. Ja, gerne, kein Problem. Ist ultra cool, dass ihr das am Werk direkt hier anbietet. So, und das Coole war, wir sind nur vorgefahren, Uwe hat den Reifen vorne gesehen und hat gleich gesagt, dass das passt nicht. Und es ist tatsächlich auch so, es passt nicht. Ne? Ja, also wir haben es ja schon vermutet, oben gleich nach dem ersten Stint und hatten dann gesagt, dass wir am besten mal, wenn du Zeit hast, zu dir kommen und du dir das mal angucken kannst. Das hat sich bewahrheitet. Ich würde sagen, wir gehen mal einmal rum und gucken uns einmal den Reifen an. Ja, man sieht halt deutlich, dass der Reifen auf Vorspur eingestellt war, dadurch, dass wir einmal einen Sägezahn außen an den Reifen haben und dass die Blöcke hier außen schräg abgelaufen sind. Und da sieht man sofort, dass es dann der Spur zu verdanken ist. Genau, dadurch, dass wir natürlich eine Vorspur haben, fährt besonders in den Kurven der Reifen nur auf den Außenschultern und somit macht er sich selber kaputt. Mhm. Vorspur heißt in dem Fall, dass die Räder zueinander zeigen und dann so auf die Außenkanten fährt. Genau, genau. Okay. Das heißt, wir drehen jetzt die Spur raus. Genau, wir machen da jetzt eine Nachspur rein, Minusspur. Mhm. Das in dem Moment, wo man Minusspur hat, ist der Reifen quasi in die Kurve schon eingelenkt, dadurch, dass die Spur ja vorne auf ist. Mhm. Und wir haben den Vorteil, dass sich das Gripniveau des Reifens mehr auf die Gesamtfläche des Reifens verändert. Mhm. Die Reifen theoretisch schon Schrott oder kann man da nochmal... Naja, der ist sehr an der Grenze. Ich sag mal, um nochmal was auszuprobieren, kann man das machen, aber wir sollten ihn vielleicht einfach mal von vorne nach hinten tauschen. Weil okay. Der hintere war nicht ganz so schlimm. Genau, der hintere, der ist eigentlich relativ gut abgelaufen noch und deswegen machen wir einfach den hinteren nach vorne und den vorderen nach hinten. Mhm. So ein normaler Pilot-Sportreifen, wie viele Runden kann der normalerweise? Kann man das so sagen? Oder? Ja, bei so einem Fronttriebler würde ich sagen, so rund 150 Runden. Mhm. Kann man die theoretisch auch ein Stück fahren, wenn Achsvermessung passt oder werden die schon zu heiß? Ich glaube, da werden die ganz schön warm. Bei diesen Außentemperaturen ist das dann eine Riesenquälerei. Also wie viele Runden würdest du denn fahren, um den mal danach abzukühlen? Ja, 25 Runden sollten schon gehen. Okay, dann waren wir eigentlich sogar noch im
15 sind wir gefahren ungefähr, 10, 15 Runden so. Ja, also wenn die Achsgeometrie passt und alles ist vernünftig eingestellt, dann sollte das gehen. Interessant ist halt auch, dass der rechte Reifen anders aussieht als der linke, aber das liegt an eurem Berg. Das liegt an unserem Kurs, ja. Wir haben ja dadurch, dass wir die Mausefalle haben und eingangsstarken Ziel, wo unheimlich viel Belastung auf den Vorderreifen rechts ist und besonders auf der Außenschulter liegt, radiert sich der Reifen also dadurch alleine schon kaputt. Wenn man dann noch Vorspur fährt, macht man das doppelt so schlimm. Verstehe. Okay, also alles falsch gemacht. Randtasten. Kann man was zum Luftdruck sagen? Oder ist in dem Fall dann auch komplett hinfällig? Also vom Luftdruck her, vom Profil her würde ich sagen, ist der sehr gleichmäßig. Da habt ihr das schon ganz gut getroffen, glaube ich. Man muss das mal einfach beobachten und mal immer wieder Luftdruck messen. Warum bist du gefahren? 1,9. 1,9 waren, ja. Ja, passt ja erstmal so. Okay. Und tendenziell bei einem Auto mit Frontantrieb vorne eher weniger und hinten mehr Luftdruck? Genau, oder? Ja. Okay. Weil wir waren jetzt 1,9 rundum gefahren. Warm. Das heißt, da könnte man hinten höchstens noch ein bisschen höher gehen. Genau. Okay, cool. Ihr habt haufenweise Kundenautos hier am Berg, die unterwegs sind. Ja. Das heißt, auf so einem Gesellschafterfahren ist dann hier einen ganzen Tag lang Werkstattbetrieb. Und das sollte so sein, ja, da freuen wir uns, genau. Das heißt, wie viele Autos betreut ihr dann so ein Wochenende? Das ist unterschiedlich. Also je nachdem, wie gut das besucht ist, aber es sind immer so zwischen 20 und 30 Autos. Krass. Problem ist, hier steht so viel cooles Zeug drum, dass das eigentlich schon fast wieder ein eigenes Video werden würde. Ja. Deswegen, wir gucken mal, was man hier noch so vielleicht machen könnte. Vielleicht mal genauer unter die Lupe nehmen können. Aber erstmal machen wir eine Arbeit fertig. Ja. Bin gespannt. Ich auch. Vielen Dank. Gerne. Danke dir. So, wie soll ich dich jetzt motivieren? Ballerst jetzt hier einen raus. Ich glaube an dich. Geht aber eh aus. Die applaudiert. Jetzt fahren wir hier schön schäffig unter 2. Das Geräusch ist weg. Sonst wird er zu viel Sturz kriegt. Deutlich weg, ne? Deutlich weg. Merkst du, wie der fährt, wenn die Reifen kalt sind, ne? Also da
euer Bremsen so, weißt du? Ja. Er zieht sich viel schöner durch. Hier geht es noch schön am McLaren vorbei. Rausgefahren sind, hat es gleich Welten besser funktioniert. Mhm. So vom Feedback, wie das Auto einlenkt, wie es um die Kurve fährt. Ich auch, ja. Also fuhr auf jeden Fall sicherer. Ich bin aber der festen Meinung, dass wenn man länger als zwei, drei Runden draußen bleibt, die Reifen einfach zu heiß sind. Ja. Das ist, ne? Ich habe es jetzt geschafft, 2 Minuten 11,5 oder 6. 6, genau. 6, weil irgendwie hat der Liptimer so ein bisschen gesponnen. Mhm. Ist immerhin fast eine halbe Sekunde schneller als letztes Mal. Aber weiß ich nicht, mal gucken. Vielleicht lassen wir nochmal stehen und abkühlen und ich fahre um kurz vor 6 nochmal eine schnelle Runde. Ja. Aber ich glaube, das ist mit den Straßenreifen jetzt auf Dauer, muss da ein Semi her. Semi oder bis Slick. Aber ich will ja erstmal den erst nächsten Schritt Semi-Slick machen. Ich will auch erstmal Semi machen, weil das Problem ist, du kannst halt nicht konstant fahren. Was halt extrem krass ist, wie das Ding sonst so durchhält, wie das alles funktioniert. Ja. Mega. Ladeluftkühler hat definitiv was gebracht. Ich habe eben gerade mal darauf geachtet. Ende der Geraden hatten wir nach der 10., 15. Runde 48 Grad. Wo wir letztes Mal noch über 60 Grad hatten. Man muss dazu sagen, Wassertemperatur ist auch minimal wärmer geworden, weil der Kühler jetzt davor sitzt. Mhm. Wir haben ungefähr 5 Grad mehr. Jetzt ist es allerdings auch heute wärmer als beim letzten Mal. Ne? Ja, es ist sehr warm. Das ist so
Ja. Aber die Einstellung, die hat echt, finde ich, extrem geholfen. Das Auto fährt auf jeden Fall deutlich sicherer. Ja. Also es fährt einfach, es macht mehr das, was ich will am Lenkrad. Und vor allem gefühlt auch in jeder Kurvenpassage hattest du auf einmal mehr Reserven. Du konntest auf einmal immer mehr auf dem Gas oder später auf die Bremse oder von der Bremse. Oder schon früher, ne? Also entweder früher von der Bremse, später auf die Bremse oder früher aufs Gas. Also das war schon top. Ja, soviel zum Thema Bilzer Berg. Hat mal wieder Spaß gemacht. War ein cooler Tag, viel gelernt. Reifen sehen jetzt übrigens auch deutlich besser aus. Ja. Sieht man auch sofort. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.